Hallo Saddleback-Gemeinde. Ich freue mich so, bei euch sein zu können. Als ich zu diesem Vortrag eingeladen wurde, übrigens, das ist eine große Ehre für mich, aber darf ich ehrlich sein? Ich war ein bisschen überrascht. Pastor David ist ein enger Freund für mich. Er hat mich eingeladen und ich nahm mir die Freiheit. Als er sagte, hey, würdest du die Predigt bei uns halten, habe ich gedacht, Alter, wie viele Leute hast du denn vor mir schon angerufen? Und er sagte, 3. Und ich sagte, ey, Baby, wenn ich Nummer 27 bin, ich bin dabei. Ich war auch bei meiner Frau nicht die erste Wahl, aber ich habe auch dort den Hauptpreis gewonnen. Für diejenigen hier, die jung sind und gerade erst mit der Karriere beginnen, manchmal zahlt es sich aus, einfach nur zur Verfügung zu stehen. Meine Frau und ich sind seit 20 Jahren verheiratet. Im Mai hatten wir unseren 20. Hochzeitstag. Und manche von euch denken, Mann, dafür siehst du ganz schön jung aus. Und erstens, danke. Und zweitens haben wir geheiratet, als ich 12 war. Nein, es war nicht ganz so schlimm. Ich war 23 und sie waren 19. Manche von euch sagen immer noch, als ob das was Unerhörtes wäre. Ja, das war schon sehr jung, aber wir wollten Jesus nachfolgen. Und wenn du jung bist und verliebt bist und Jesus nachfolgen willst, dann heiratest du jung, wenn du weißt, was ich meine. Wer diesen Witz nicht versteht, soll ihn sich später auf dem Parkplatz erklären lassen. Und wir haben 3 Kinder. Emma ist unsere Älteste, sie ist 12. Hier ist ein Foto mit meiner Frau Rebecca und ich und mit Emma. Das ist ein Bild von ihrer Taufe letzten Samstag in unserer Gemeinde in Chula Vista. Das war super. Als Eltern freuen wir uns so, dass sie auch Jesus nachfolgen möchte und wir letzte Woche ihre Taufe feiern durften. Sie ist also 12 Jahre alt und kommt im nächsten Schuljahr in die 7. Klasse. Wer von euch Mädchen in diesem Alter hatte, darf gerne für uns beten. Das wäre wirklich fantastisch. Wir haben noch 2 Jungs, Lincoln und Titus. Hier sind sie. Sie sind 10 und 8 Jahre alt und die besten Kumpels und machen jede Menge Spaß. Also wer gut rechnen kann, denkt jetzt, Moment mal. Dein ältestes Kind ist 12. Das heißt, ihr wart 8 Jahre verheiratet ohne Kinder. Stimmt? Und das war super. Jeden Abend ungestört essen und tiefe Gespräche führen, lange Spaziergänge, Hand in Hand, herrliche Ferien, ungestörter Sex, es war sagenhaft. Und dann kamen die Kinder und alles wurde anders. Besonders, weil die 3 Kinder in 4 Jahren kamen. Das ist passiert und alles hat sich verändert. Plötzlich ging es nur noch ums Überleben. Es gibt 3 Jahre in unserem Leben, von denen wir Fotos sehen und uns nicht dran erinnern können. Wann waren wir da? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Wann waren das? Ich habe keine Ahnung. Und heute geht es darum, zu Hause, in unserem Zuhause auch ein Alltagsheld zu sein. In unserer Familie. Wie können wir in unserer Familie ein Held sein? Wir gehen ja in unseren familiären Beziehungen durch besondere Phasen immer wieder hindurch. Meine Frau und ich waren vor der Phase mit 3 kleinen Kindern einige Zeit, also meine Frau ist Hebamme in San Diego. Sie hat dieses Wochenende Dienst. Also als wir noch Denks waren, wisst ihr, was das ist? Denks, doppeltes Einkommen, 0 Kinder. Dann sagten wir einfach nur, juhu, besser wird es nicht, bis dann die Kinder wieder ausziehen. Und mit doppeltem Einkommen, 0 Kinder, hatten wir feste Abläufe. Und ehrlich gesagt war unser Familienleben ziemlich einfach. Aber dann kamen die Kinder dazu und so großartig sie auch sind, veränderten sich die Abläufe im Haus und auch in unseren Beziehungen. Die ganze Routine wurde durcheinander geworfen. Und wenn das passiert, passiert noch etwas. Es gab noch mehr Spannungen und wir stritten uns öfter. Und nach 20 Jahren Ehe kann man sich vorstellen, dass wir ein paar Konflikte auch hatten. Falls ihr jemals meine Frau trefft, sie ist eine Heilige, sie ist die beste Christin, die ich kenne und sie ist verantwortlich für weniger als 1% der Konflikte in unserer Ehe. Dieser Kerl hier und dieser Mund hier ist für den Rest verantwortlich. Und momentan haben wir in unserer Ehe einige typische Konflikte, Streitpunkte, über die wir jetzt zum Glück lachen können, aber sie sind typisch, dass wir ihnen schon Namen gegeben haben. Wir nennen sie die großen 4. Seid ihr bereit dafür? Die großen 4. Die Tasse, die Schlüssel, der Gang und die Kutsche.
Sie alle haben Namen. Nur so können meine Frau und ich uns diese wunderbaren Momente erleichtern. Ich möchte es kurz erklären. Der Gang passierte in dieser auslaugenden Phase mit drei kleinen Kindern. Wir beschlossen eines Tages, wahrscheinlich verzweifelt, Zeit miteinander zu verbringen. Und wir sagten, hey, komm, wir fahren zum Walmart als Familie. Das war ein Anfängerfehler. Drei Kinder, die Kindersitze, all das. Und als wir den Einkauf zurück zum Auto brachten, waren wir schon mit unserem Latein am Ende. Und während wir die Kinder in den Wagen setzten und alles einluden, sagte ich ein paar Dinge, die ich nicht hätte sagen sollen und die dazu führten, dass meine Frau mich anschaut und sagte, na gut, du machst das mit dem Einkauf und den Kindern und ich gehe jetzt nach Hause. Ich laufe nach Hause. Und das hat sie dann getan. Deshalb heißt es, der Gang. Sie ging weg und sie schlug die Tür zu. Die Kinder begannen zu weinen, Mama. Und auch der Vater begann zu weinen, Mama. Es war schrecklich. Und jetzt lachen wir darüber. Aber so war es damals mit den kleinen Kindern. Wir waren einfach am Ende. Wer von euch gerade in diesem Stadium ist, wird es auch noch erleben, dass es vorbeigeht. Genießt es jetzt, aber wir befinden uns jetzt in einer anderen Phase, die eigentlich vor 4 Jahren schon anfing, als unsere drei Kinder auf die Ganztagsschule kamen. Ich weiß noch, als wir unseren Jüngsten an seinen ersten Tag mit seinem Bruder und seiner Schwester zum Bus brachten und alle drei Kinder in den Bus stiegen, wir vergossen Freudentränen, meine Freunde, wirklich. Wir sagten, Jesus liebt uns immer noch, das ist so cool. Alle Kinder in der Schule. Mütter mit kleinen Kindern, ihr wisst, wie meine Frau sich fühlte. Endlich habe ich mein Leben zurück. Jetzt sind wir also in dieser Phase, wo wir unsere Kinder zu ihren Terminen fahren, was Spaß macht. Aber auch diese Phase hat auch ihre Herausforderungen und ist nicht ohne Konflikte. Alle Beziehungen gehen immer wieder durch Konflikte. Woran erkennt man, ob eine Beziehung gesund ist? Nicht daran, dass es keinen Streit gibt, sondern daran, wie man mit dem Streit umgeht. Wir haben gerade einen Konflikt, das möchte ich euch auch gerne erzählen. Wollt ihr noch eine Geschichte hören über meinen Streit? Okay, das hier ist die Kutsche. Was ist das denn jetzt? Die Kutsche passierte in unserem letzten Sommer. Wir waren in Santa Barbara am Strand für ein paar Tage. Am letzten Tag fuhren wir mit unseren Kindern mit so einem Familienfahrrad, eben mit so einer komischen Fahrradkutsche rum, ja. Und die Kinder sagten, das wollen wir am letzten Ferientag machen. Und da wir tolle Eltern sein wollten, sagten wir, klar, doch, das machen wir. Und wir mieteten uns also dieses Kutschfahrrad und wir fotografierten uns, hier ist ein Foto davon. Hier sind wir wohl im letzten glücklichen Moment unseres Urlaubs, da wurde dieses Foto gemacht. Von da an ging es alles bergab, meine Freunde. Danach, was ich nicht wusste, dieses Ding wiegt etwa 100 Kilo. Ich wiege ein bisschen mehr als das. Und dann addiert man noch den Rest unserer Familie hinzu, verteilt auf mit 2 Erwachsenen, die nur die treten. Es war die schlimmste Erfahrung aller Zeiten. Es machte überhaupt keinen Spaß, dieses Ding. Überall waren Fußgänger auf dem Fahrradweg zum Strand und ich hustete und ich keuchte und ich schwitzte und ich fuhr und ich... Und die Kinder sagten, das ist super. Und ich sagte, das ist furchtbar. Wir fuhren weiter und ich versuchte, Fußgängern auszuweichen, während meine Frau neben mir saß, manchmal sogar selbst etwas fuhr und sie schaute sich auch die Landschaft an und sie sagte zu mir, siehst du nicht, dass du auf der falschen Spur bist? Und ich wünschte, ich hätte es nicht gesagt, was als nächstes aus meinem Mund rauskommt. Ich wünschte, ich könnte es zurücknehmen. Ich sagte sowas wie, kein Sherlock. Da war also ein Wort mittendrin, was ich nicht hier sagen möchte. Ich bin da echt nicht stolz drauf, ganz ehrlich, Freunde. Sie sah mich an und ich sah sie an und dann ging dieses Spiel los. Wir kehrten schließlich um und gaben dieses Teufelsfahrrad zurück. Es war schrecklich. Und dann stiegen wir in den Wagen und fuhren von Santa Barbara zurück nach Hause nach San Diego in eiskalter Stille. Eiskalte Stille. Was für eine Art, einen Urlaub zu beenden. Also wie ihr seht, sind Konflikte unvermeidlich. Aber wie können wir auf verschiedene Weise damit umgehen? Wahrscheinlich können 99% der Konflikte, zumindest in meiner Ehe, aber vielleicht auch bei eurer zu Hause, vermieden werden,
wenn wir gerade unseren ersten Vers in unseren Predigtnotizen umsetzen würden. Holt das mal heraus. Das ist in der Tat ein großartiger Vers, den wir alle zusammen mal laut lesen können, wenn wir das machen wollen. Okay, kriegen wir das hin? In allen Locations, Jakobus 1, Vers 19, lesen jetzt laut. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Wir könnten wahrscheinlich auch genau hier aufhören, diesen Vers auswendig lernen und es gut sein lassen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir diesen Vers nicht ausleben, wenn ich diesen Vers nicht auslebe, passiert Folgendes. Es gibt Streit zu Hause. Und wenn wir mit Verletzungen nicht richtig umgehen, wird die Beziehung distanziert. Wenn ich bestimmte Dinge sage oder tue, wenn du bestimmte Dinge sagst oder tust, sei es zwischen Ehemann oder Ehefrau oder sei es zwischen den Eltern und Kindern, sei es zwischen Bruder und Schwester, wenn wir mit Verletzungen und Streit nicht gut umgehen, wird die Distanz zwangsläufig zu wachsen beginnen. Und wenn der Schmerz groß genug ist und wir ihn lange genug ignorieren, entwickeln wir sehr leicht tief verwurzelten Zorn und Bitterkeit gegenüber den Menschen in unserer Familie, die wir am meisten lieben sollten. Deshalb ist es hier eine der schlimmsten Lügen im Blick auf das Zuhause in der Familie. Also schreibt euch das auf. Wenn es um die Familie geht, glaube nicht der Lüge, die sagt, es ist mir egal. Glaube nicht darin, wenn es um die Familie geht. Das ist mir nicht egal. Wenn Konflikte in deiner Familie auftauchen, und das wird geschehen, wenn es in einer Beziehung schmerzt, das wird auch passieren, dann ignoriere das nicht, verhärte dich nicht, schiebe es nicht heraus oder schließe nicht die Tür für diese Beziehung, indem du so tust, als ob es dir einfach egal wäre. Als Pastor rede ich immer wieder mit Menschen, die es so machen. Oh, ich habe seit 10 Jahren nicht mit meinem Vater gesprochen, wegen dem, was er sagte und wegen dem, was er tat, und das ist mir jetzt alles so egal. Und meine Mama ging weg, als ich ein Kind war. Sie hat uns verlassen, aber sie ist mir jetzt so egal geworden. Oder mein Bruder nutzte unsere Eltern aus, die Liebe und die Möglichkeiten, die sie ihm gaben. Und er verletzte sie sehr. Und ich bin so wütend auf das, was er Mutter und Vater angetan hatten. Wir besuchen uns nur nicht mehr. Und wenn er zu Weihnachten da ist, komme ich nicht, weil er mir egal ist. Und als Pastor habe ich im Laufe der Jahre mit vielen Menschen gesprochen, die so etwas sagen. Früher war es ihnen nicht egal. Es war ihnen wirklich sehr lange sehr wichtig, aber auf Dauer kostete es ihnen zu viel. Und es laugte sie emotional aus, es war zu kompliziert und schließlich gaben sie auf. Aber eins wissen wir alle tief im Inneren. Auch wenn wir es jahrzehntelang ignorieren, auch wenn wir runterschlucken, es verdrängen und denken, wir haben uns emotional abgenabelt, beschäftigt es uns trotzdem. Warum? Weil wir dafür geschaffen wurden. Wir wurden von Gott geschaffen, uns umeinander zu kümmern. Seht ihr, in einer Familie sind unsere Bindungen stärker und die Gefühle sind tiefer. Habt ihr euch jemals darüber nachgedacht? Hier ist der Grund. Die Familie ist eine Idee Gottes. Die Familie ist Gottes Plan. Sie soll uns die Unterstützung geben, die wir brauchen, um uns zu entwickeln, um uns zu wachsen. Sie soll uns ein Umfeld ermöglichen, in dem wir lernen, Regeln und Pflichten zu verstehen, damit wir schließlich unser eigenen Familienverständnis für diese Regeln und diese Verantwortlichkeit geben. Und es soll ein Ort sein, an dem wir ein Leben lang bedingungslose Liebe leben können. Und ich weiß eines, genau wegen dieser Erklärung, wegen dieser Definition werden einige von euch sagen, genau das ist der Grund, warum es mir egal ist, weil mein Vater hat mir das nie gegeben, meine Mutter hat mir das nie gegeben, sie ist weggegangen, mein Bruder hat das ausgenutzt, genau deshalb ist es mir egal geworden. Und ich will dir genau deswegen sagen, wenn das deine Vergangenheit ist, dann tut mir das wirklich sehr leid. Heute geht es nicht darum, deine Schmerzen zu lindern oder es dir irgendwie noch schwerer zu machen oder dass du dich schuldig fühlst, aber ich hoffe, dass du dich über dieses ist mir egal hinaus entwickelst und das aus mehreren Gründen. Der erste Grund gilt hier für alle, egal ob du Jesus nachfolgst oder nicht. Vielleicht bist du heute als Gast hier oder willst die Gemeinde nur mal kennenlernen oder die Aussagen der Bibel mal kennenlernen und unter die Lupe nehmen. Und ich würde dir trotzdem sagen, dass du über die Schmerzgrenze gehst, auch wenn du kein Jesus-Mensch bist. Und zwar deshalb, weil wenn du sagst, weißt du was, das ist mir egal, ich werde nie reden, ich werde das niemals verzeihen, ich schotte mich ab, ich gebe dir keine weitere Chance mehr. Hier ist der Punkt, das tut dir selber weh. Du tust dir damit selber weh. Es verletzt deinen Herz, es verdunkelt deine Seele. Es ist eine Last, welche du tragen wirst, auch wenn du so tust, als ob sie dich nicht berührt.
Und der zweite Grund ist für diejenigen unter euch, die Jesus nachfolgen. Du folgst Jesus nach. Du strebst Christus nach. Er gibt uns nicht den Luxus zu sagen, es ist mir egal. Wie ihr vielleicht wisst, verlangt Christus von uns, das für andere zu tun, was er für uns getan hat. Und in der verbleibenden Zeit wollen wir uns jetzt einen Abschnitt aus der Bibel anschauen. Wir wollen ihn zuerst lesen und dann werden wir ihn ein bisschen untersuchen und gucken, was er uns sagt, wie wir zu Hause im Alltag Helden sein können. Bei uns zu Hause, auch wenn die unvermeidlichen Konflikte passieren und selbst wenn wir es Verletzungen geben. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14 bis 20, da steht: Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also schätzen wir von jetzt an niemanden mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein, auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben. Jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Sünden nicht anrechnete und uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi statt und Gott ist es, der durch uns zur Versöhnung einlädt. Das ist das Evangelium. Wenn du neu in der Gemeinde bist oder die Bibel neu für dich ist und du siehst sie dir an und denkst, Mann, das ist wirklich ein großes Buch mit einer ganzen Menge Geschichte, ich bin mir gar nicht sicher, worum es da geht. Diese Passage, die wir gerade gelesen haben, ist eine großartige Zusammenfassung des Evangeliums. Alles, was die Schrift lehrt, ist hier irgendwie zusammengefasst. Es ist die frohe Botschaft von Jesus. Evangelium bedeutet einfach nur frohe Botschaft von Jesus. Dass Gott bei uns geblieben ist. Als wir ihn verletzten und ihm Unrecht taten, ließ er die Tür zur Versöhnung offen und machte sie durch seinen Sohn Jesus Christus möglich. Das ist die Geschichte der ganzen Bibel. Dass Gott uns nachgeht, dass Gott uns einen Zugang schafft. Und deshalb können wir nicht mit der Ausrede leben, dass es mir egal ist, wenn es um gebrochene Beziehungen geht. Was hat der erste Teil dieses Abschnitts uns gesagt? Wenn ihr mitschreibt, dann unterstreicht den ganz am Anfang. Was steht da? Die Liebe Christi drängt uns. Unterstreicht euch das. Der Grund, uns für Versöhnung zu öffnen, der Grund, warum wir bereit sein müssten, Vergebung zu gewähren, ist, dass die Liebe Christi uns dazu drängt. Sie drängt uns zu etwas Besserem. Das tat und lehrte Jesus. Jesus lehrte, dass es eine bessere Art zu leben und eine bessere Art zu lieben gibt. Wie sagt Jesus das? Er nannte es das Reich Gottes. Dass es eine bessere Art zu leben und gibt in dieser Welt und in dem Reich Gottes zu lieben. Und die Art und Weise, in die er liebt, setzt den Rahmen und den Maßstab. Lass uns etwas springen, jetzt zu Vers 18. Was hat Christus für uns getan? Da steht hier, aber alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat. Das bedeutet, Gott hat alles getan. Er machte den ersten Schritt. Er tat alles für uns. Er nahm alle Verantwortung und alle Kosten auf sich, auch wenn es unsere Sünde war, auch wenn wir es schuldig worden, waren, das Problem verursacht haben. Er bemühte sich zuerst um die Versöhnung. Und dies macht das authentische biblische Christentum zur offensten von allen Religionen. Es ist eine offene Einladung. Jeder Mensch ist herzlich eingeladen. Der Tisch ist gedeckt, die Türen stehen weit offen. Es gibt keine Einschränkungen auf die Gästeliste für diese Party. Aber wir müssen einfach uns entscheiden, dahin gehen zu wollen. Eine weitere Möglichkeit, diesen Gedanken zu verstehen, steht in euren Predigtnotizen. Schreibt euch das auf. Durch Christus entfernte Gott jedes Hindernis, um sich mit uns zu versöhnen, außer uns. Versteht ihr das? Durch Christus entfernte Gott jedes Hindernis, sich mit uns zu versöhnen, außer uns. Es gibt nichts zwischen uns und Gott. Er hat jedes Hindernis beseitigt. Er hat den Tisch gedeckt. Er hat die Tür geöffnet. Er hat die Einladung gesandt. Das Einzige, was dich von einer Beziehung zu Gott abhält, bist du. Du musst es einfach annehmen, seine Liebe empfangen, seine Gnade, seine Vergebung und ihm folgen. Bist du nicht froh, dass Gott nicht tut, was die meisten von uns tun würden, wenn uns jemand wehtut?
Was machen wir, wenn uns jemand wehtut oder wir in einer Beziehung verletzt wurden? Wir sagen Folgendes. Wir sagen, vielleicht treffen wir uns in der Mitte. Ist das nicht so? Wir sagen, lass mich erstmal hören, was du zu sagen hast, bevor ich meine Karten auf den Tisch lege. Lass mich mal sehen. Wenn du dich zuerst entschuldigst, je nachdem, wie aufrichtig ich deine Entschuldigung finde, dann könnte ich mich auch auf eine Entschuldigung einlassen. Du machst den ersten Schritt und dann werde ich mal sehen, ob ich auch bereit bin, dich zumindest in der Mitte zu treffen. Das tun wir. Aber was der Apostel Paulus, der das hier geschrieben hat, uns deutlich machen will, ist, dass Gott sich als Erster bemüht hat und dann den ganzen Weg gegangen ist, nicht nur bis zur Mitte. Er hat alles getan, um unsere Beziehung mit ihm wiederherzustellen, um uns wieder zu versöhnen. Er gab uns die ganze Gnade und die ganze Vergebung, die nötig ist, um neu zu beginnen, wenn wir ja zu Jesu Einladung gesagt haben. Wenn jemand Jesus nacheifert, ihm zu folgen lernt, dann wird das auch von ihm erwartet, dass wir jetzt für andere tun, was er für uns getan hat. Wir sehen in diesem Abschnitt, dass es eine Übertragung von Verantwortung gibt. Ich will es euch nochmal zeigen, wieder in der Mitte dieses Verses. Hier, das hat Gott getan für euch und jetzt erwartet Gott von euch, dass ihr das auch tut als seinen Nachfolger. Da steht, aber das alles kommt von Gott. Die Errettung, die kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Das könnt ihr unterstreichen. Er hat es uns aufgetragen. Das war hier also die Übertragung. Ja, plötzlich haben wir diesen Dienst. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er die Menschen ihre Sünden nicht anrechnete. Was machen wir, wenn uns Menschen verletzen? Wir rechnen die Sünden an. Wir rechnen die Fehler an, oder? Und das passiert seit jedem Weihnachten bei uns. Jedes Jahr Weihnachten rechnen wir die Fehler zusammen. Aber jetzt geht hier weiter. Und er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraute. Könnt ihr mal einkreisen? Anvertraute. Zweimal in der Mitte dieses Abschnitts, in diesem Vers, steht das, was Jesus für uns getan hat, was Gott für uns getan hat, durch Christus getan hat, ist nun unsere Verantwortung. Es wurde uns übertragen. Jetzt sollen wir das für andere Menschen auch tun. Und einige von euch wünschen sich jetzt, dass sie heute nicht zum Gottesdienst gekommen wären. Ich muss jetzt raus hier. Ich muss mal schnell aufs Klo. Was passiert hier? Und ich weiß, dass dieses Thema bei manchen wirklich gemischte Gefühle und vielleicht auch schmerzliche Erinnerungen weckt. Ich bitte euch nur um etwas, was ihr freundlicherweise bereits getan habt. Bleibt noch ein bisschen, denn ich glaube, dass Gottes Wort und seine Weisheit Ermutigung bringen werden. Es wird Heilung bringen. Ich glaube, es wird euch befreien, wenn ihr etwas von dem umsetzt, was ihr heute hört. Und dann könnt ihr eine neue Geschichte beginnen. Eine neue Geschichte. Also hier wird gesagt, jetzt ist es unsere Aufgabe, unsere Last. Wir sollen jetzt so leben, wie Gott es uns gegenüber tut. Eine Frage an uns. Wie können wir die Botschaft der Hoffnung und Vergebung durch Gott weitergeben, wenn wir nicht bereit sind, einander Hoffnung und Vergebung zu geben? Wie können wir sagen, dass Menschen mit Gott versöhnt werden können, wenn wir uns selbst nicht mit ihnen versöhnen, vor allem zu Hause, vor allem in unseren Familien nicht? Wie ihr seht, können wir mit Gott versöhnt werden, weil er unsere Sünden nicht aufrechnet. Er trägt uns unsere Vergangenheit nicht nach, nicht unsere gegenwärtigen und auch unsere zukünftigen Sünden nicht. Schreibt euch das auf. Hier ist eine gute Methode, es zu verstehen. Ein Schlüssel zum Verständnis unserer Versöhnung mit Gott ist dieser Satz. Trotz allem, das ist, was ich meine damit. Versöhnung geschieht trotz allem, trotz etwas, nicht wegen etwas. Was ich sagen möchte, die Gnade Gottes ist nicht da, weil wir nicht gesündigt haben, sie ist da, obwohl wir gesündigt haben. Uns wird vergeben, nicht weil wir Jesus folgen, alles richtig machen und nie wieder sündigen. Nein. Uns wird vergeben, obwohl wir immer noch sündigen und es immer und immer wieder vermasseln. Versöhnung geschieht trotz, nicht wegen etwas. Und wenn wir Jesus Nachfolger sind und wir den Menschen ihre Sünden nachtragen und sie einfach nicht loslassen, mag dies der Grund dafür sein. Der Grund, warum wir nicht loslassen können, ist, der käme zum Vorschein, wenn wir uns hinsetzen könnten und wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen würden, dann würdest du mir Folgendes erzählen. Warum sagst du, es ist dir egal und es gibt keine Chance, dass du ihm vergibst? Da würdest du mir eine ganze Liste vorhalten.
Ja, er hat das getan und er hat jenes getan und sie hat Folgendes gesagt und er hat Folgendes versprochen und sie hat Folgendes nie getan und so weiter. Und du hättest eine ganze Liste, weil. Und wenn wir nicht aufpassen, auch als Nachfolger Jesu, dann könnte unsere unbeabsichtigte Botschaft sein, dass du nicht bereit bist, Gnade zu zeigen, nicht nur zu zeigen, sondern die Gnade und Vergebung, die wir von Christus erhalten, einzuschränken, dass wir das nicht vorleben. Wenn wir also dazu nicht bereit sind, ist die unbeabsichtigte Botschaft, die wir senden, Folgendes. Das ist nicht in euren Predigtnotizen, aber hier auf der Leinwand. Das ist Folgendes. Ja, du kannst durch deine Sünde mit Gott versöhnt werden, aber du kannst wegen deiner Sünde nicht mit mir versöhnt sein. Das ist die unbeabsichtigte Botschaft, die wir der Welt senden, wenn wir keine Vergebung gewähren. Mit anderen Worten, Gott tut es, Gott versöhnt sich, aber ich nicht, denn ich habe höhere Standards als Gott. Hört ihr, wie lächerlich das klingt, wenn wir das mal so ausformulieren? Aber wie oft leben wir genau so? Gott tut es, Gott versöhnt dich, aber ich kann es nicht, ich werde es nicht, denn ich habe höhere Standards als Gott. Siehst du, wie das alles hier zusammengehört? Gottes Vergebung für uns und unsere Fähigkeit, einander zu vergeben, das ist immer miteinander verbunden. Du kannst keine Vergebung erfahren, wenn du sie anderen vorenthältst. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Als Nachfolger Jesu sind wir berufen, für andere zu tun, was Jesus für uns getan hat. Er machte den ersten Schritt. Er hat die Einladung ausgesandt. Er öffnete die Tür. Er gab Versöhnung eine Chance. Nun, an diesem Punkt, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Viele von euch denken jetzt, Einspruch. Moment mal. Ihr seht mich jetzt an und denkt, du weißt nicht, was er mir angetan hat. Du weißt nicht, wie sehr es schmerzt. Du weißt nicht, wie es die Kinder beeinflusst hat, als er oder sie. Du verstehst meine Vergangenheit nicht. Du kennst meine Geschichte nicht. Du kennst nicht die Schmerzen, die es verursacht hat. Und ich würde so darauf antworten. Ja, ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es. Gott ist nicht blind für unsere Leiden. Gott ist nicht blind für unsere Verluste. Gott ist nicht blind für unseren Schmerz. Er ist nicht weit entfernt in dunklen Stunden. Er ist sehr präsent. Eine allgegenwärtige Hilfe in Zeiten der Not, das ist Gott. Ich weiß, dass er euch befreien will. Und ich weiß auch, dass Heilung und Freiheit nur vollständig sein können, wenn wir den Schmerz loslassen, vergeben und diesen Menschen freigeben, um damit die Tür zur Versöhnung zu öffnen. Bitte versteht mich jetzt richtig und hört genau zu. Ich sage nicht, dass jemand in eine missbräuchliche, vergiftete oder schädliche Beziehung zurückgehen oder bleiben soll, weil nicht alle Beziehungen wiederhergestellt werden können. Denn dazu braucht es auch immer zwei. Aber bei Versöhnung und Vergebung geht es nicht unbedingt darum. Es geht nicht darum, es geht vielmehr darum, dass ihr frei werdet, frei leben könnt und auch andere frei lasst, nur um die Tür zu öffnen, um zu sehen, was Gott für euch noch tun kann. Ich weiß auch, was einige von euch denken, weil ich habe mit so vielen Menschen auch schon gesprochen, die nicht bereit waren, Vergebung zu gewähren oder die Tür zur Versöhnung zu öffnen. Und das ist der Grund. Ihr wollt vielleicht wissen, warum die meisten Menschen, sogar Christen, nicht dafür bereit sind, warum wir nicht bereit sind, zum Öffnen der Tür zur Versöhnung. Hier ist der Grund, weil wir vorher 15 Schritte in unseren Gedanken durchspielen. Wir denken, das klappt nie. Wenn ich sie anrufen würde oder hingehen würde zu ihm, weißt du, was der Rest der Familie dann sagen würde? Und wir spielen all die Konsequenzen in unseren Gedanken durch, als ob es wirklich so geschehen würde. Dabei weiß ich ja gar nicht, wie es ausgehen könnte. Einige von euch werden sagen, es würde einfach nicht funktionieren. Und die Wahrheit ist, vielleicht funktioniert es wirklich nicht. Wenn du einen Anruf machst, wenn du einen SMS versendest, wenn du versuchst, das schwierige Gespräch zu führen, versteht man es vielleicht falsch. Vielleicht verstehen sie es falsch. Vielleicht sind sie auch nicht bereit, es zu hören. Für die anderen wirkt es vielleicht nicht. Aber es sagt dir trotzdem etwas. Es wird bei dir wirken. Es wird dich befreien. Es wird dir Frieden geben. Es entfernt diese Dunkelheit, diese Wut und die Bitterkeit aus deinem Leben. Und zumindest würdest du das tun, was unser himmlischer Vater von uns verlangt, nämlich einfach für andere zu tun, was er für uns getan hat. Schauen wir uns Vers 20 nochmal an. Denn hier steht, wer wir als Nachfolger Jesu sind.
und was es ist, was Gott von uns verlangt, in unseren Häusern, in unseren Familien, auch in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit. Was ist es, wozu Gott uns auffordert? Wenn wir seine Gnade empfangen haben, wenn wir seine Vergebung empfangen haben, was erwartet er von uns? Schaut mal hier nochmal, Vers 20, den können wir auch laut lesen, auf die Plätze, fertig, los. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns zur Versöhnung einlädt. Wie erfährt also die Welt von der Liebe Gottes? Durch die Liebe seines Volkes, der Gemeinde. Nicht nur, indem wir davon reden, sondern indem wir es vorleben, wie unablässige, leidenschaftliche Liebe aussehen kann. Ihr möchtet wissen, wie man den Menschen zeigen kann, dass es einen Gott gibt, der ihnen vergeben möchte? Probiert es mit Arbeitskollegen aus. Sie beginnen plötzlich skeptisch zu werden und Dinge zu sagen wie, hast du jetzt echt das vergeben, nachdem sie all das über dich gesagt hat? Warum tust du das? Das ist doch verrückt. Warum machst du das? Weil es das ist, was Gott für mich getan hat. Eine Frage. Bei wem in deiner Familie stehst du in der Versuchung zu sagen, ach, ist mir doch jetzt egal? Wem hast du versucht, aus dem Weg zu gehen? Welches Gespräch hast du nie geführt? Wo hast du dich noch nicht entschuldigt? Das ist meine Frage. Was ist dein nächster richtiger Schritt? Ich glaube, der Heilige Geist spricht zu Menschen jetzt überall, in jeder Location. Also was ist jetzt dein nächster Schritt? Es kann was ganz Einfaches sein, vielleicht eine SMS zu senden. Mach du den ersten Schritt. Brech du das Eis. Hey, wie geht's denn? Du kannst ihnen einfach ein Bild von ihren Enkeln schicken, die sie seit Jahren nicht gesehen haben. Schaut mal, wie groß sie werden. Vielleicht trinkt ihr zusammen einen Kaffee irgendwo oder esst zusammen Mittag. Oder ihr führt ein Gespräch, nachdem die Kinder ins Bett gegangen sind. Vielleicht ist es ein Familientreffen mit den Kindern, um sich bei ihnen zu entschuldigen. Je nachdem, was ist dein Schritt? Anfang des Jahres habe ich diese Predigt in unserer Gemeinde in Chula Vista gehalten und ich forderte sie auf, einen Schritt zu tun. Hör einfach auf den Heiligen Geist. Und ein Kerl namens Donovan aus unserer Gemeinde wagte es und er tat den ersten Schritt und er vergab. Und er öffnete die Tür zur Versöhnung. Schaut mal, hier ist seine Geschichte. Seit meiner Geburt hatte ich keinen Kontakt zu meinem Vater. Ich wuchs bei meiner Mutter und meiner Oma auf. Zu meinem Leben gehörten das Surfen und das BMX-Radfahren. Aber immer hatte ich das Gefühl, dass noch etwas fehlte. Ich weiß noch, wie eifersüchtig ich auf die Beziehungen meiner Freunde mit ihren Vätern war, weil ich das einfach nie hatte. Ich hatte nie eine Karte von ihm bekommen, nie einen Anruf, nie Geburtstagsgrüße. Es verursachte eine starke Wut in mir und starken Schmerz. Als ich zur Schule ging, zum College ging, fand ich bei meinen E-Mails eine Anzeige, wie man verschwundeten Angehörigen wiederfinden könnte. Und ich suchte dort seinen Namen und ich fand die Nummer und ich rief ihn an. Und ich dachte, falls er nicht rangehen sollte, wollte ich noch einmal anrufen. Aber mit jedem Versuch wuchs meine Wut mehr und mehr. Ich entschied, dass er nicht da war und er wird nie da sein. Er war für mich gestorben. Auf dem College lernte ich meine schöne Frau Vivian kennen und wir trafen uns öfter. Und Ende 2004 stritten wir uns sehr viel. Und da bekam sie mit der Post einen Flyer von der Eastlake Church. Und ich weiß noch, wie ich mit Vivian und ihrer Mutter in den Gottesdienst ging. Und da ging es an diesem Sonntag um das Thema Sex. Und ich dachte, oh Mann, ist das peinlich. Aber wir gingen öfter in die Gemeinde, auch um etwas Gemeinsames zu haben. Und wir beschlossen, dann in eine Kleingruppe zu gehen. Und wir wollten Menschen haben, mit denen wir über Probleme sprechen konnten, uns gegenseitig unterstützen, miteinander zu weinen, miteinander zu lachen, miteinander zu feiern. Und wir haben gelernt, wie wichtig das alles für uns wurde. Im Gespräch mit Pastor Luke beschlossen wir, dass wir uns taufen lassen wollten. Es war Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich weiß noch, wie nervös ich war, weil ich wusste, das ist jetzt wirklich was Wichtiges. Es ist nichts, was man jetzt einfach mal so macht. Das ist wirklich was, was das Leben verändert. Ein paar Monate später haben wir dann geheiratet und merkten, wie toll das Leben wirklich ist. Am 13. Mai 2014
hörte ein Freund von mir, von meiner Mutter, und dass sie verstorben war. Meine Familie war dann ganz weg. Das war's, ich war ganz alleine. Es war schwer. Ein Freund kam und fragte nach meinem Vater. Und ich sagte ihm, dass ich versucht hatte, ihn zu erreichen und er sich nie bei mir gemeldet hatte. Und er fragte, woher weißt du eigentlich, dass er diesen Anruf bekam? Und ich erinnere mich, diesen Abend bin ich nach Hause gefahren und diesen Gedanken hatte ich immer wieder. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Und 2 Tage später machte ich Musik im Gottesdienst. Ich weiß noch, wie James darüber predigte, wie man auf seine Familie zugeht, ihr ein Bild von einem Enkelkind zu schicken, das sie noch nie gesehen haben. Und ich dachte, okay, James, jetzt sprichst du zu mir. Ich höre dich laut und deutlich. Und ich erinnerte mich an dieses Gefühl, dass der Heilige Geist mich da echt gedrängt hatte, nochmal versuchen anzurufen. Und ich erinnere mich ganz genau daran, an mein, ich, egal wie es jetzt ausgeht, ich probiere es. Und ich nahm mein Telefon in die Hand und ich erwartete, das Telefon wiederholt klingeln zu hören, aber jemand nahm ab und ich sagte, hallo, mein Name ist Donovan. Und dann sprachen wir für etwa 45 Minuten, wahrscheinlich eines meiner verrücktesten, komischen Telefongespräche. Ich weiß nur, dass Gott mir sagte, ich wusste einfach, dass es Zeit ist. Es ist Zeit, loszulassen, Zeit zu vergeben, Zeit zu heilen. Und am Ende des Gesprächs willigte er ein, dass wir uns mal zum Essen treffen. Und er traf erstmals seinen Enkel und seinen Sohn zur gleichen Zeit. Und wir arbeiteten an einer guten Beziehung. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Wir feierten unser erstes Weihnachten zusammen. Wir feierten unsere ersten Geburtstage zusammen. Ich musste diesen Schritt gehen. Ich musste zuhören. Wir alle haben alle das Gefühl, dass Gott uns dazu drängt, diese Schritte zu gehen. Und ich habe dieses Drängen auch gespürt. Ich fühlte es und als ich beschloss, Jesus zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen. Ich fühlte es, als ich getauft wurde und ich fühlte es definitiv auch, als ich dann meinen Vater nochmal anrufte. Ich hatte es aus erster Hand gesehen, wie Gott diese unordentliche, kaputte, eigentlich tote Situation nahm und sie in Leben verwandelte. Ich bin nicht naiv und ich weiß, dass das nicht mit jeder gebrochenen Beziehung passieren wird. Aber ich weiß sicher, dass du frei sein kannst. Ich weiß, dass dein Geist erleichtert werden kann. Und ich weiß, dass wenn du einfach tust, was Jesus für dich getan hat, öffne die Tür, gib ihm eine Chance, damit ein Wunder geschehen kann. Hier ist also unser Fazit. Die Predigt in einem Satz. Bitte schreibt euch das auf. Alltagshelden vergeben, wie ihnen vergeben wurde. Möchtest du zu Hause ein Held sein oder am Arbeitsplatz oder in deiner Schule, in deiner Ehe oder für deine Eltern? Vergib, wie dir vergeben wurde. Mach das in dieser Woche, den Anruf. Schicke diese SMS. Versuch, das Gespräch zu führen. Ich möchte für uns beten und kurz bevor ich das tue, triffst du vielleicht noch heute eine geistliche Entscheidung. Vielleicht möchtest du heute dein Herz für Christus öffnen und sagen, ich weiß nicht, ob ich versöhnt oder wieder mit Gott verbunden bin, aber die Tür ist offen, du kannst eintreten. Erlebe seine Gnade und Liebe noch heute. Und wenn du das heute tun möchtest, dann füll die Kontaktkarte aus. Und dann, wir würden uns freuen, wenn du diesen geistlichen Schritt tust und uns das mitteilst, damit wir als Team, auch als Gemeinde für dich beten können und dich auf deiner Reise ermutigen können. Lass uns jetzt beten. Gott, ich danke dir für deine unglaubliche Liebe und deine Gnade, die du uns gibst. Und Herr, mögen unsere Augen offen sein für das, was du für uns getan hast in unserer Sünde, in unserem Eigensinn. Und weil du wirklich uns gedient und dich geopfert und für uns gegeben hast, wollen wir bereit sein, das für andere zu tun. Und wir fangen damit zu Hause an.
Gott, ich bete, dass du anfängst, Ehen zu heilen, in denen Menschen sich fremd geworden sind. Ich bete für die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern und auch zwischen Geschwistern. Gott, ich bete, dass du sie heilen wirst und ich bete, dass du sie wiederherstellen wirst, damit wir als Gemeinde der Welt vorleben können, wie deine Liebe wirklich aussieht. Und wir beten das in Jesu Namen. Amen.